Hörspielprojekt.de. Die Community für Hörspielmacher. Jetzt auch in deiner Galaxie. Dieser Tag hatte gut angefangen. Ein üppiges Frühstück nach Bechtaner Art, serviert von einer sehr netten Bedienung, die mehr als nur zwei Vorzüge hatte. Dann der entscheidende Hinweis auf die Zielperson und nun wartete ich vor einer Hütte, die wie aus einem Dafür-Roman anmutete und ließ mir die Zwillingssonnen von Algami auf den Pelz brennen. Ich stehe jetzt vor der Hütte, in dem sich die Zielperson aufhalten soll. Töten Sie ihn, Mr. Motinari. Töten Sie den Mörder meines Vaters. Töten ist nur die zweite Option, Mr. Mook. Zunächst werde ich versuchen, ihn zu überwältigen. Ach gut, dann werde ich ihn selber töten. Was Sie mit ihm machen, sobald ich ihn abgeliefert habe, ist Ihre Sache. Da halte ich mich raus. Aber vielleicht will er ja auch ein Wörtchen mitreden. Ich glaube nicht, dass er unsere Sprache spricht. Ich habe hier einen Translator der neuesten Generation. Bisher ist mir noch keine Sprache untergekommen, die nicht zumindest sinngemäß übersetzt werden konnte. Oh, Moment mal. Was ist los? Ich habe etwas entdeckt. Im Garten. Oh Gott, hier liegen Innereien auf einem Haufen. Darm, Leber, Nieren. Die Hausbesitzer? Laut Scanner scheinen sie humanoiden Ursprungs zu sein. Er hat sie ausgenommen. Der Rest ist wohl vermutlich in einem Kochtopf gelandet. Ah, ist also kein Vegetarier. Ein Startusch? Nein. Okay, ich gehe jetzt rein. Ich melde mich dann später wieder. Viel Glück. Danke. Ich zog meinen Blaster. Wirklich ein nettes Teil, welches den Gegner auf der niedrigsten Einstellung paralysieren, auf der höchsten Einstellung aber auch zerplatzen lassen konnte wie einen Ballon. Die Waffe war auf einer Vielzahl an Planeten verboten und der Besitz wurde mit hohen Geldstrafen oder langen Gefängnisstrafen geahndet. Aber ich glaubte kaum, dass mich auf diesem nur spärlich besiedelten Planeten jemand anzeigen würde. Vorsichtig drückte ich gegen die Holztür. Sie war nur angelehnt, wie ich jetzt erst bemerkte. Shit, ausgeflogen. Das gibt es doch nicht. Oh, da ist auch die Familie. Oh, das ist heftig. Auf dem Boden lagen drei Einheimische mit geöffneten Leibern, ausgenommen wie ein Fisch. Zwei Erwachsene und ein Kind. Ich musste mich wegdrehen, um nicht kotzen zu müssen. Ich bin zwar ein harter Hund, aber das ging selbst mir an die Nieren. Im Nebenraum fand ich eine Decke und breitete sie über den Leichen aus. Ah, ich bin nicht gut darin. Aber na schön. Möget ihr in Frieden ruhen, zu welchen Göttern ihr auch immer gebetet habt. Ich bekreuzigte mich, obwohl ich eigentlich kein gläubiger Mensch bin. Aber ich hielt es in dieser Situation für angemessen. Erst ein Poltern ließ mich daran erinnern, dass ich meinen Blaster für einen Moment abgelegt hatte. So, der Besuch kommt durch die Hintertür. Ja, dich habe ich gesucht. Mein Name ist Don Montinari, Kopfgeldjäger. Du bist verhaftet. Okay. Ich sehe, die Handschellen sind wohl nutzlos. Bei deinen verschissen vielen Tentakeln. Wie du meinst. Ein Sprung über die Leichen ließ mich meinen Blaster erreichen. Etwas ungeschickt hantierte ich mit der Waffe, während dieses, ich nenne es mal Monster, auf mich zukam. Erinnerte mich irgendwie an einen durchsichtigen Tintenfisch. Ich konnte die inneren Organe sehen und wie das violette Blut durch die Adern gepumpt wurde. War der hässlich. Kurz bevor mich dieser Tintenfisch erreicht hatte, ließ ihn ein gezielter Treffer von mir zu Boden gehen, wie ein feuchter Wischmopp. Ich trennte den Kopf vom wabbeligen Rumpf und steckte ihn in eine Plastiktüte. Luftdicht verschlossen würde der Kopf im Kühlraum meines kleinen Raumschiffes die kurze Zeit zum Nachbarmond antreten und mich um ein hübsches Sümmchen reicher machen. Hallo, Mr. Mook? Sie können die Überweisung in Auftrag geben.
Die Zukunftschroniken. Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben, aber wir alle nähren diese Zeilen. Heute, hier und an anderen Orten. Die Zukunft kann beginnen. Das Straßencafé war gut besucht um diese Zeit. An einer Vielzahl an Tischen saßen hauptsächlich Einheimische, sodass der hagere, albinotische Mann, der von Prälat 6 stammte, viele Blicke auf sich zog. Er winkte, als er mich erblickte und erhob sich dann. Gulnar Hadasan. Moment, ich muss meinen Translator eben kalibrieren. So, entschuldigen Sie. Seien Sie gegrüßt, Mr. Montinari. Wie haben Sie mich erkannt? Es ist kein öffentliches ID von mir im Open Web hinterlegt, Borgun. Ihr Kleidungsstil. Niemand, den ich kenne, kleidet sich wie ein Erdling des letzten Jahrhunderts. Da sind Sie einzigartig. Stimmt. Ich bin einzigartig. Aber nicht, was den Kleidungsstil betrifft. Ich bin ein modebewusster Mensch und die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts sind wieder en vogue, wie man in Modekreisen zu sagen pflegt. Oh nein, Quatsch. Scheiß auf die Klamotten von heute. Ich trage, was mir gefällt. Nehmen Sie Platz. Was kann ich Ihnen zu trinken ordern? Ich nehme einen synthetischen Whisky. Gerne. Waren Sie in letzter Zeit mal auf der Erde? Nein, seit meiner Kindheit nicht mehr. Darf ich den Grund erfahren? Wenn ich ehrlich sein darf, nein. Ich rede nicht gerne über meine Vergangenheit. Ich rede überhaupt nicht gerne über mich. Kommen wir lieber zum Geschäft. Mir wurde gesagt, dass die Menschen den sogenannten Smalltalk lieben würden. Ich versuche nur, es richtig zu machen. Guter Versuch. Aber nun versuchen Sie es nicht mehr weiter. Bitte. Don Montinari, ein Mann der klaren Worte. Gut, sehen Sie hier. Borgun schickte mir mit einer Wischbewegung ein Porträtfoto einer jungen Dame auf mein Armpad. Sie lächelte mich aus einem makellosen Gesicht an. Schwarzes, lockiges Haar, ein dunkler Teint und etwas ganz Besonderes in ihren dunklen Augen sprach mich sofort an. Dies war meine neue Zielperson. Attraktiv. Für eine Menschenfrau wohl schon. Ich mag es ja, wenn sie mehr als zwei Arme haben. Aber das gehört nicht hierher. Wer ist sie? Alexa de la Vega. Ein klangvoller Name. Miss de la Vega ist eine renommierte Wissenschaftlerin. Äußerst klug. Genmanipuliert. Mit 12 Jahren bekam sie ihren ersten Doktortitel. Schade. Ich stehe nicht auf intelligente Frauen. Sie arbeitete für einen bekannten Waffenkonzern. Mib Arms. Doch sie hat das in sie gesetzte Vertrauen gebrochen und sich abgesetzt. Und sie sollen sie nun aufspüren und zurückbringen. Tot oder lebendig? Sagen wir so. Das Gehirn sollte nicht beschädigt werden, wenn möglich. Dann erhalten sie das Doppelte ihres üblichen Preises. Gut. Ich sehe, der Quadrant ihres Aufenthalts ist bekannt. Nicht nur das. Ein Informant hat uns heute Morgen ihre Ankunft auf Baralut 4 gemeldet. Sehr schön. Bis abends könnte ich vor Ort sein. Sie haben ein eigenes Schiff? Ah, das habe ich.
Die Namenlose. Ein kleiner, aber schneller Raumer der R3-Klasse. Bei einem Glücksspiel gewonnen, hä? Hey, wie kommen Sie darauf? Redlich zusammengespart. Hat mich einiges gekostet. Natürlich. Sobald Sie sie gefunden haben, kontaktieren Sie mich unter der angegebenen Adresse. Geht klar. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Danke. Verzeihung, ich bin irritiert. Die menschlichen Gepflogenheiten, vermute ich, ist noch etwas. Worauf warten Sie? Auf meinen synthetischen Whisky. Der dritte Mond von Baralu 4 erschien auf den Monitoren. Das bedeutete, dass es nun nicht mehr lange dauern würde, bis ich in die Atmosphäre des Planeten eintauchen würde. Ich nutzte die Zeit, um mir nochmal die Daten über Miss de la Vega durchzulesen. Na, sieh mal an. Offenbar war sie mal mit einem der Aufsichtsräte von Meep Arms zusammen. Ob bei dem Auftrag auch verletzter Stolz eine Rolle spielt? Mein Idris Bone, ein kleines frettchenartiges Wesen, das einer von mir eliminierten Zielperson gehört hatte, schien mir antworten zu wollen. Ich wusste zwar, dass es höchstens die Intelligenz eines Hundes besaß und mich kaum verstehen konnte, aber es half dabei, dass ich mich im Weltraum nicht ganz so allein fühlte. Du verstehst kein Wort von dem, was ich fasel, oder? Ist vielleicht auch besser so. Geboren in Buenos Aires, Vater war Diplomat, Mutter ebenfalls Wissenschaftlerin. Doktortitel in Astrophysik, bla bla bla. Langweilig. Um sie zu stellen, brauche ich schließlich nur meine Spürnase und etwas Glück. Dich interessiert das auch nicht, ich weiß. Gut, für dich ist ja auch jetzt Essenszeit. Ich gab in den Bordcomputer die Landekoordinaten ein und bereitete dann meinem Idris ein Mahl zu, aus getrockneten Insekten und einem Kraftsirup, den er begierig verschlang. Bei meinem nächsten Blick auf den Monitor hatten wir auch schon den Mond umflogen und Baralu 4 zeigte sich in voller Pracht. Fast wie die gute, alte Erde mutete der Planet an, doch im Unterschied zu dieser gab es nur einen großen zusammenhängenden Kontinent und eine Regierung. Wonderland, Baby. Ich konnte nur hoffen, dass ich meine Zielperson schnell finden würde. Das Parken im größten Raumhafen von Baralu 4, dem einzigen für außerplanetarischen Raumverkehr des kleinen Planeten, war exorbitant teuer. Schweren Herzens bezahlte ich die Gebühren, die fast ein Zehntel meines Gewinns ausmachen würden. Wo forschte man als erstes über den Aufenthaltsort einer Zielperson nach? Natürlich am Schwebetaxistand. Hey, Taxi? Kommt darauf an. Bitte? Auf was? Ob du mir gegen ein kleines Extrageld einen Blick in die Beförderungsliste geben kannst. Ah, kommt drauf an. Auf was? Ob der Geldschein blau oder grün ist. Ich sehe, wir verstehen uns. Der Taxipilot gewährte mir während der Fahrt einen Blick in die Beförderungsliste seines Unternehmens. Als ich dort nicht fündig wurde, kontaktierte er, natürlich nur gegen einen weiteren Obolus, einen Kollegen des Konkurrenzunternehmens, der mir sagen konnte, wo Alexa de la Vega am Morgen hin befördert worden war. Na also, bring mich zum New Central Hotel, guter Mann. Hat gemacht, Sir. Die Fahrt sollte doch länger dauern, als ich zunächst erwartet hatte. Ein Stau ließ uns kostbare Zeit verplempern. Weder ein Vor- noch Zurück und auch ein Wechsel auf eine höhere Schwebeebene war eine Zeit lang ausgeschlossen. Willkommen in den Straßen von Baralu. Ich nutzte die Zeit, um Borgun eine Nachricht via Armpad zu schicken. Ein Daumen-Hoch-Symbol und ein Smiley war seine Antwort. Wie gut er uns Menschen doch kannte. Kurz und bündig, so sollte es sein. Schließlich löste sich der Stau und nach über 1,5 Erdstunden erreichten wir das New Central Hotel. Soll ich warten, Sir? Nein, danke. Und das Trinkgeld? Ah, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Hä? Hey, das ist ja nur ein roter. Ja, dann hast du ja jetzt alle Farben zusammen. Ich ließ den schimpfenden Taxipiloten stehen und betrat die Hotellobby.
Eine hochtopierte Blondine mit falschem Lächeln nahm mich sofort in Augenschein. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Das können Sie, Süße. In welchem Zimmer finde ich Dr. De La Vega? Werden Sie von Dr. De La Vega erwartet? Aber natürlich. Wie ist Ihr Name? Don Montinari. Aber Sie werden den Namen nicht in Ihrem System finden. Wir wollen uns inoffiziell treffen, wenn Sie verstehen. Leider ist Ihr Name nicht in unserem System hinterlegt. Das sagte ich ja. Ich bin nicht befugt, Ihnen Auskunft über den Aufenthaltsort von Dr. De La Vega zu geben, Sir. Kann man denn da nichts machen? Ich hätte nachher noch etwas Zeit. Sir, ich bin verheiratet. Sollten Sie kein Zimmer benötigen, bitte ich Sie, unser Haus nun wieder zu verlassen. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, den Sicherheitsdienst zu rufen. Dann eben nicht, Süße. Aber Sie verpassen etwas. Da bin ich mir ganz sicher, Sir. Hey, war das jetzt Sarkasmus oder was? Mir fiel es schwer, das Zahnpasta-Lächeln der Blondine zu deuten. Ich beschloss, nicht mehr darüber nachzudenken und schlüpfte in den sich öffnenden Aufzug. Ein Liftboy sah mich unter seinem komischen Hut mit dem gleichen debilen Lächeln an wie die Rezeptionistin. Welcher Stock, Sir? Ganz nach oben. Wie Sie wünschen, Sir. Sagen Sie, verdient man gut in Ihrem Job? Warum fragen Sie, Sir? Ein Hotel, das sich einen humanoiden Liftboy leistet. Diesen Job übernehmen ansonsten doch nur Roboter. Sehr nobel. Sie werden doch hoffentlich gut entlohnt. Ich bin zufrieden. Für eine kleine Information würde ich einen Grünen springen lassen. 50 Cons? Was muss ich dafür tun? Mir einfach verraten, auf welchem Stock Dr. Alexa De La Vega wohnt. Oh, da sind wir schon längst vorbei, auf dem zweiten. Aber Sie haben sie gerade verpasst. Sie wollte in die Bar im Untergeschoss. Mein Freund, du bist wirklich dein Geld wert. Hier, nimm. Und dann bitte ins Untergeschoss. Wie Sie wünschen, Sir. Die Bar mit dem hübschen Namen Prilin Orf, was übersetzt etwa Sternenlicht hieß, nahm fast das komplette Untergeschoss ein. Um diese Zeit trudelten erst vereinzelt Gäste ein, sodass man sich schnell verloren vorkommen konnte. Die Musik war nicht besonders stilvoll, im Gegensatz zur Einrichtung, die von kristallklaren Spiegeln dominiert wurde und rot gepolsterten Sitzgelegenheiten. Und dann sah ich sie. Mit ihrem roten, tief dekoltierten Kleid verschmolz sie fast mit der Sitzbank. Dr. Alexa De La Vega. Ein Bild von einer Frau. Entschuldigen Sie. Bitte? Ich kenne hier leider niemanden und da Sie auch so allein sitzen, dachte ich, ich könnte mich vielleicht zu Ihnen gesellen. Aha. Ich bin auch sehr unterhaltsam. Okay, setzen Sie sich schon. Danke. Was darf ich Ihnen bringen, Sir? Da Sie schon den Tisch mit mir teilen, darf ich Sie einladen? Einen Tag. Okay, bringen Sie zwei davon. Gerne. Was macht eine hübsche junge Dame allein in so einer Bar? Sich penetrante Anmachversuche erwehren? Oh, das saß. Ich meinte nicht Sie. Sie sind nicht der erste Mann, der... Nennen Sie mich Don. Alexa, zweiter Arx. Bitte sehr. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Verzeihen Sie, Don, dass ich so unterkühlt wirke. Es war ein anstrengender Tag. Ich bitte Sie. Sie hätten die Rezeptionistin erleben sollen. Die war der reinste Gefrierschrank. Der Abend verlief entspannt und angenehm. Es blieb nicht bei einem Tag und die Gespräche wurden intensiver. Morgen würde ich sie wie ein Päckchen verschnüren, auf den Co-Pilotensitz hieven und mir bei Borgun meine Belohnung abholen. Heute aber genoss ich ihre Gesellschaft, ihre dunklen großen Augen und das Kleid, das es schaffte, sich genau auf der Grenze zwischen stilvoll und ordinär zu bewegen. Wissen Sie, ich habe selten eine so hübsche und intelligente junge Frau getroffen. Danke sehr. Das eine schließt das andere nicht aus. Das sehe ich. Ich mag Frauen, die eins und eins zusammenzählen können. Eins und eins? Ist Ihr Fachgebiet Mathematik, Mr. Montinari? Oh, wohl eher Biologie. Eine Frau und ein Mann, gleich eine gemeinsame Nacht, Alexa. Die Nacht war fantastisch gewesen. Leider hatte ich feststellen müssen, dass ich für einige Verrenkungen inzwischen fast zu alt geworden war.
Aber Alexa hatte das durch ihren Einfallsreichtum und ihren unersättlichen Hunger auf Sex wettgemacht. Sie war aufgestanden, nackt wie sie war, und betätigte das Control Panel des Fensters. Es wurde lichtdurchlässig und die Sonnenstrahlen ließen mich blinzeln. Es war eine schöne Nacht. Das fand ich auch. Ich zog mich an. Unweigerlich würde nun der schlechte Teil des Morgens folgen. Aber schließlich war ich Profi und Geschäft war Geschäft. Ihr Lächeln gefror, als ich aus meinem Feuerzeug mit wenigen Handgriffen einen Ministrahler bastelte. Unnötig zu erwähnen, dass ich diese Waffe nicht ganz legal mit mir führte. Tut mir wirklich leid für dich. Was meinst du? Leiste bitte keinen Widerstand. Bist du... Ein Kopfgeldjäger. Ja. Leider muss ich dich nun bitten, mir zu meinem Auftraggeber zu folgen. Aber falls es dich tröstet, du warst ziemlich gut im Bett. Ich konnte in ihrem Gesicht erkennen, dass das nicht mein bester Spruch gewesen war. Langsam bewegte ich mich in Richtung Tür, um zu verhindern, dass sie etwas Dummes unternehmen würde. Sie blickte mich lange und eindringlich an. Dann nahm sie Anlauf und sprang aus dem Fenster. Ich blickte hinterher. Zwei Stockwerke war sie hinabgesprungen und rannte nun humpelnd die Straße entlang. Wenn ich schnell genug unten wäre, könnte ich sie noch einholen. Und, tada, das Glück war mir hold. Und der Lift brachte mich rasch zum Ausgang. Miss, haben Sie zufällig eine nackte Frau gesehen? Diese schamlose Frau? Die ist da entlang gerannt. Danke. Alexa, bleib stehen. Bitte. Oder ich muss auf dich schießen. Bei den Göttern, der Mann schießt wild durch die Gegend. Die Ordnungseinheiten. Nicht nötig. Ich besitze eine Lizenz. Die arme Frau. Sie sind ein Monster. Oh, Monster ist neu. Schurk oder Unmensch, so nennt man mich normalerweise. Ich ließ die keifende Passantin hinter mir und konzentrierte mich auf Alexa. Sie war hinter einer Häuserecke verschwunden. Auf dem Boden sah ich Tropfen von... Nein, es war kein Blut. Es war eine andere Flüssigkeit. Alexa, kein Zweck. Ich regel dich. Meine Quote liegt bei fast 100%. Ich folgte der Spur und stand auf einmal in einem Hinterhof, grün und mit einer Vielzahl an exotischen Blumen in allen Farben. Ein Hologarten, wie man ihn oft in Großstädten sah. Schnell hatte ich den kleinen Projektor entdeckt und feuerte mehrere Schüsse auf ihn ab. Der Garten verlosch und zurück blieb grauer Beton und Alexa, die versuchte, vor mir wegzukriechen. Ich hatte sie in ihr Bein getroffen. Unter der Haut sah ich Kunststoff und Glasfaserkabel. Die Frau war ein künstlicher Mensch. Du bist ein Robot. Überrascht? Allerdings. Es ist jetzt 9:30 Uhr. Hey, danke für die Information, aber ich habe dich nicht nach der Zeit gefragt. 30 Stunden. Hä? Ich musste Dr. De La Vega lediglich 30 Stunden vertreten. Nun ist sie unerreichbar für dich, Kopfgeldjäger. Verstehe. Du hast mich also nur hingehalten. Ja. Sag mir, wo sie ist. Nicht mehr in diesem Sonnensystem. Das Hyperspace-Portal hat sich um 9.17 Uhr geöffnet. Sie ist nun etliche Lichtjahre von dir entfernt. Bitch. Vielleicht war ich ein wenig zu impulsiv gewesen, als ich dem Robot einige Schüsse in das Auge verpasst hatte. Dabei schmolz die Hauptplatine und somit alles, was dieses künstliche Wesen ausgemacht hatte. Dennoch brachte ich es nicht über das Herz, diesen wunderbaren Körper auf dem Müll zu entsorgen. Also besorgte ich mir eine neue Platine, ließ sie einbauen und neu kalibrieren. Und somit hatte ich nun zumindest einen Gesprächspartner, der mehr konnte, als gelegentlich Idris-Laute von sich zu geben. Auch an ein neues Auge hatte ich gedacht. Zwar in einer anderen Farbe, wirkte aber irgendwie sexy. Kann ich Ihnen etwas bringen, Meister? Ein milatrischer Kaffee wäre gut. Im Lagerraum habe ich eine ganze Palette davon. Ist gut, Meister. Und schön stark bitte, mein Mäuschen. Natürlich, Meister. Gut, dann ab mit dir. Ich gebe zu, ich hatte es vielleicht etwas übertrieben, aber ich liebte es, wenn sie mich mit Meister ansprach.
Ich sah der bildhübschen Frau hinterher, die in ihrem knappen, dunkelblauen Lederoutfit, das ich ihr in einer Boutique auf Baralu gekauft hatte, davonhumpelte. Ja, es stand noch eine Reparatur ihres defekten Beines an, aber da sie sowieso die meiste Zeit im Bett liegend verbrachte, eilte es auch nicht. Gut, Bone. Alles bereit? Ach, und noch was. Hör bitte auf, Alexas Ohren anzuknabbern. Das macht man nicht. Wie sieht das denn aus? Na gut, der nächste Auftrag wartet schon. Sie hörten Zukunftschroniken, Kopfgeldjäger auf Baralu 4. Die Rollen und ihre Sprecher. Jingle und Intro, Jörg Buchmüller. Don Montinari, Detlef Hürter. Alexa de la Vega, Katja Runge. Moog, Klaus Hirt. Borgun, Werner Wilkening. Taxipilot, Ronald Martin Bayer. Liftboy Jan Münter. Rezeptionistin Laura Schmidt. Kellnerin Alexandra Begau. Passant Roland Möntemann. Passantin 1 Jacqueline Alt. Passantin 2 Jennifer Bartelt. Credits Sascha Zeuke. Schnitt Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld. Idee und Skript Frank Hammerschmidt. Lektorat Dennis Oberhach. Musik Martin Stelzle und Jokey One. Sounds Free Sounds und Hörspielwerkstatt Bad Hersfeld. Bildbearbeitung Magdalena Legowski von Reflection Design. Ihre Homepage www.reflectiondesign.beplaced.net. Bei Facebook unter Reflection Design. Cover Design und Artwork Thorsten Adams. Das Hörspiel untersteht der CC-Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für Hörspielprojekt 2015 in Zusammenarbeit mit www.hörspiel-werkstatt.de.